Stefan Jagi, man kann es ja relativ einfach machen. Du bist an allem schuld, weil du sitzt in den Gremien, du bist Experte, du erzählst den Leuten, was Stand der Technik ist. Und jetzt kommen die hier nach Düsseldorf und sind ganz gespannt, ob sie das wiederfinden, was Stefan Jagi ihnen erzählt hat. Finden Sie den neuesten Stand der Technik oder sind die Angebote in deinem Fachbereich PDF und JDF hinter dem Stand der Möglichkeiten zurück? Nee, ich denke, jetzt hier auf der Drupa sieht man schön, wie auch die beiden Dinge zusammenkommen. Also wir haben jetzt einerseits auf der PDF-Seite ist jetzt PDF X4 im Anrollen. Die Spezifikation ist erst vor ein paar Wochen veröffentlicht worden, aber doch etliche Anbieter haben das schon integriert. Also das kommt recht schön. Auch die Gent PDF Workgroup Spezifikationen, denen ich auch stark mitarbeite, sind hier bei sehr vielen Herstellern bereits mit integriert. Auf der anderen Seite JDF sieht man jetzt hier schon zum zweiten Mal nach 2004, dass hier doch eine große Anzahl von Herstellern JDF aktiv unterstützen. Das ist eigentlich sehr erfreulich. Also da hat sich die Arbeit in den letzten Jahren hat sich gelohnt. Das ist eine Messe mit einem sehr internationalen Charakter dieses Mal. Macht sich diese Internationalität auch in den Gremien und Lösungen bemerkbar, dass man sagt, das ist jetzt nicht mehr so sehr nur eine europäische oder nordamerikanische Angelegenheit, sondern das ist rund um den Globus. Das ist richtig. Es gibt sicher, nach wie vor gilt, dass hier der Zentraleuropa fortgeschritten ist, auch fortgeschritten als die USA. Aber jetzt kommen doch langsam auch Australien, asiatische Länder kommen dazu, Afrika ist noch ein bisschen zurückhaltend, Südafrika ist auch recht fortgeschritten, also da tut sich auch einiges. Aber so ein bisschen Verzug hat schon. Für Investoren ist es immer eine sehr wichtige Frage, soll ich jetzt kaufen oder noch etwas warten? Würdest du sagen, jetzt ist die Zeit reif, diese Lösungen in den Workflow zu integrieren? Also ganz wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man auf Standards setzt und dann ist man eigentlich nicht falsch. Weil die Standards, die ändern sich auch nicht so über Nacht. Das heißt, wenn man heute auf Standards achtet, wie im PDFX und JDF, dann liegt man sicher auf der richtigen Seite und dann ist der Zeitpunkt nicht ganz so wichtig. Letzte Frage, woran arbeitest du gerade? Also was sind die nächsten Schritte, die wir zu erwarten haben? Also das nächste große Thema für die Druckvorstufe ist meiner Ansicht nach der RGB-Workflow, also der Austausch von medienneutralen Daten, dass die Farbraumtransformation nicht früh im Workflow bereits erfolgen muss, dass man sich festlegt auf einen bestimmten Druckprozess, sondern dass man eben den Farbumfang möglichst originalgetreu erhält und erst ganz am Schluss in der Druckerei dann auf den entsprechenden Farbraum der Druckausgabe dann wechselt. Da kann man dann halt eben auch einen Digitaldruck in den Inkjet-Druck gehen oder auf eine traditionelle Offset-Maschine, da hat man die Freiheit. Da ist die Software jetzt mittlerweile ausgereift, die ist da, erst seit kurzem und PDF X4 ist da ein ganz wesentlicher Standard dazu, dass es überhaupt geht wegen den Transparenzen. Was jetzt noch fehlt, dass die Software ist da, die Hardware ist da, was noch fehlt, ist die Brainware. Also wir müssen umdenken, die ganze Branche muss umdenken. Bisschen hart ausgedrückt, wir müssen eine Gehirnwäsche machen mit der ganzen Branche, damit wir den nächsten Schritt machen können.